Herzlich willkommen, meine lieben Zweitaktfreunde. So, ich habe eine traurige Nachricht, die ich euch eigentlich mal, oder beziehungsweise ich will euch mal berichten, was passiert ist gestern. Und so, ja, wir waren gestern mit den Svera RST50 unterwegs, meine Frau und ich. Die Roller sind beide baugleich, die haben auch die gleiche Farbe. Und auf dem Nachhauseweg ist Folgendes passiert: Wir sind bergauf gefahren, 50 km/h ungefähr. Ja, und dann stockte auf einmal der Roller von meiner Frau so. Wäre ich hier fast noch hinten drauf gefahren. Der Roller ging kurz aus, wieder angelassen, fuhr wieder ein Stück und dann wieder aus. Und dann ging gar nichts mehr. Ich muss vorausschicken, der Roller hat mit dieser Abstimmung vom Vergaser etc. 1000 Kilometer gelaufen oder mehr. Die Abstimmung ist mit meinem Roller gleich. Es sind zwei neue Del Orto Vergaser verbaut. Wir fahren voll synthetisches Zweitaktöl über die, also es wird zugeführt über die Gemischpumpe, also Ölpumpe. Und wir hatten am Anfang immer Probleme. Der hat die Zündkerze beim Fahren, die Ölpumpe, die Zündkerze zugerotzt. Ja, die ist schwarz. Der Motor ist ertrunken im Öl. Dann habe ich die Richtung mager gestellt, nicht extrem mager, aber halt, dass die Pumpe weniger Öl hochfördert, Richtung Vergaser. Der Roller lief immer gut, sprang immer gut an, könnt ihr in meinen Videos gucken, in meinen Shorts, fuhr gut, hatte Kraft. Und auf dem, also wir haben zwischendurch mal eine Pause gemacht, da sagt meine Frau: Hör mal, der ruckelt immer so ein bisschen. Ja, habe ich gesagt, warum sagst du mir das denn nicht vorher? Das wird ja wahrscheinlich mager ruckeln gewesen sein. Und ich hab festgestellt, also die Kerze ist eigentlich zu hell. Ich zeige euch die mal eben. Ich will hoffen, die Kamera stellt scharf. So. Wenn ihr mal seht, der Rand der Kerze ist grau. Wenn ihr aber in die Kerze reinguckt, die Elektrode mit dem Isolator, die ist so ein bisschen dunkelbraun. Die Gegenelektrode wird oben aber schon, also sehr, sehr hell, also weiß würde ich fast behaupten. Ja? Normalerweise einem R-Saal, wenn er mal zu mager läuft, schadet das nicht. Jetzt habe ich natürlich den Verdacht, dass über den Winter die Hauptdüse zugegangen ist, zugesetzt und der Motor zu wenig Benzin bekommen hat. Jetzt gehe ich auf die Suche. Ich werde den Zylinder ziehen. Ihr seid dabei. Also liken, kommentieren, abonnieren, teilen. Dann machen wir so eine kleine Videoreihe raus. Und dann sehen wir weiter. Ich will euch live mitnehmen, um zu sehen, was wirklich kaputt gegangen ist. Das Komische ist, ich habe nochmal eine neue Zündkerze reingedreht. Dann konnte ich den kurz anlassen, dann lief der. Das hat sich so angehört, als wenn irgendwas den Motor blockiert. Ja, er war unwahrscheinlich gehemmt. Hat schlecht hochgedreht. Ich sag mal, nach einem Fresser. Wenn er nicht extrem ist, springt er normalerweise wieder an oder nach einem Klemmer oder einem Anreiber springt er wieder an und läuft. Das hat er nicht getan. Hast Gas gegeben, dann konntest du so hören, so. Also das Geräusch kann ich gar nicht nachmachen. Wie gesagt, ich habe verschiedene Verdächtigungen oder Verdächtige. Also die Düse zugegangen über den Winter, die Hauptdüse. Kolbenbolzen-Ladelager fliegen gegangen, also auseinandergeflogen hatte ich schon mal. Also schon des Öfteren. Oder ein Plättchen vom Membranblock ist abgebrochen.
Ich weiß nicht, ob ich damals Carbon- oder Carbonitplättchen eingebaut habe. Wenn das jetzt ein Stahlplättchen ist und das bricht ab, ihr zerstört den ganzen Motor. So, werde ich gucken. Dementsprechend kommt der ganze Motor raus, dann kommt neue Kurbelwelle rein, neue Lager rein. Ich habe schon einen neuen Zylinder gestern auf Verdacht bestellt. Ja, und dann werde ich das mit euch zusammen montieren. Erstmal auseinanderbauen, gucken. Und dann sehen wir weiter. Also wie gesagt, der Roller hat über 1000 Kilometer gelaufen. Immer zuverlässig angesprungen. Ob das nun kalt war, eiskalt. Meine Frau ist bei Minusgraden gefahren. Wir hatten gestern 12, 13 Grad. Wenn jetzt ein Schlauer kommt, könnte er sagen, ja, der ist durch das kalte Wetter, viel Sauerstoff in der Luft, wenig Benzin, kaputt gegangen. Aber wir sind schon bei Minusgraden gefahren. Dann wäre das schon viel, viel, viel vorher passiert. Ja? Also es muss ein Fehler vorgelegen haben oder sich eingeschlichen haben. Gut, Leute, liken, kommentieren, abonnieren, teilt das Video mit jedem, der Probleme hat. Und wenn ihr Probleme habt, meine E-Mail-Adresse ist oben preisgegeben. Könnt ihr mir eine Nachricht schicken mit Telefonnummer. Ich rufe euch an. Meine Nummer ist unterdrückt. Habt Verständnis dafür, weil sonst finde ich keine Ruhe mehr. Wenn jetzt die Saison anfängt, Freunde, dann telefoniere ich einen halben Tag mit den Leuten und komme zu gar nichts mehr. So, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Bis später. Ciao.